Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Generation Zero hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und heute wollen wir hier mal auf Loot-Tour gehen durch die Stadt. Denn hier haben wir auch noch jede Menge Loot-Container, die wir noch nicht gefunden haben. Und vielleicht löst das auch so ein bisschen unser Problem, was wir haben. Ich sehe ja nirgendwo Loot-Container, ne? Vielleicht sehe ich die auch einfach nur immer nicht. Oha. Lackerten das da so? Naja, gut. Egal. Einfach keine Gedanken machen, einfach weitermachen und ein bisschen gucken, was so los ist. Was habt ihr hier Schönes im Schlafzimmer gebunkert? Eine Gasflasche? Nee, brauche ich gerade nicht. Warte mal, habe ich nicht mal eine Gasflasche rausgelegt? Nee, ich habe noch eine. Gut. Die Schrotze habe ich auch noch dabei. Die werde ich mir wahrscheinlich auch gleich als zweite Munition oder zweite Waffe wieder hinziehen, da ich ja in der anderen keine Munition mehr drin habe, ne? Wenn ich jetzt mir hier mal nachlade. Oh doch, da habe ich jede Menge. Wo kommen die denn her? Na gut, okay. Dann habe ich irgendwo mal jede Menge Munition gefunden. Ich habe auch übrigens in meinen Videos gesehen, dass ich sehr häufig die Kisten gar nicht leer mache, ne? Reingucke und dann sage ich, nehme alles mit und dabei nehme ich gar nicht alles mit. Dafür entschuldige ich mich. Oh, was denn hier? Ui. Vernachlässigte Möller PP. Ja, die brauche ich natürlich nicht. Beute. Also man kann ja nicht... Das ist ja interessant. Hier oben liegt eine Waffenkiste, okay? Das kann man sich hier gleich mal merken, dass man da oben vielleicht in das erste Haus nochmal reinguckt, wenn man dann mal wieder hier drin ist und mal wieder hier von hier aus startet. Eigentlich hatte ich das große Ziel, oder habe ich das große Ziel, dass ich zum nächsten Container komme, aber wenn ich jetzt hier auf Loot-Tour gehe, natürlich wird das nichts. Ich hoffe immer noch drauf, dass ich irgendwann mal mit der lieben Dori wieder zusammenspielen kann. Und wir dann gemeinsam ein bisschen die Sache hier noch erkunden. Ich weiß auch nicht, ob sie alleine schon weitergespielt hat und alleine erkundet hat. Sie hat ja gesagt, dass sie weit über 100 Loot-Container hier in dieser City gefunden hat. Wir werden mal gucken, ne? Was wir so hier finden. So, hier hinten sieht es aber schon mal interessant aus. Ah ja, hier hinten sieht es wirklich interessant aus. So. Ah, da ist noch einer. Hm, okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Einer ist da aber noch. Der müsste, wo ist der denn jetzt? Ach, da ist er. Okay. Warum nicht? Aber hier haben wir einen wunderschönen schwedischen Jagdpanzer. Guckt's euch an. Das ist doch kein schlechtes Gefährt. Das sieht doch mal richtig gut aus hier. Ein richtig schöner schwedischer Jagdpanzer. Kein schlechtes Modell. Gucken wir doch mal, ob es denn nicht hier auch... Ah ja, hier gibt es bestimmt auch speziell Munitionsgelöt und so. Der Jagdpanzer gefällt mir da. Das muss ich ehrlich sagen. Der sieht echt gut aus. 7,6 so Vollmantelgeschoss. Das ist was für unser G3, was wir da haben. So. Sandkiste. Und dann können wir hier hinten noch rausgehen. Okay, gucken. Oh, guck mal, da oben können wir uns aufs Dach, oder? Kommen wir da hoch? Ja, aber da oben ist nichts. Okay. Also man würde theoretisch dort hochkommen. Aber da oben ist nicht allzu viel zu sehen. Boah, hier kriege ich jetzt mal Angst, dass hier irgendeiner rumklappert. Aber das ist einfach bloß das Wassergeräusch, ne? Munition haben wir jetzt hier noch wieder geholt. Sehr schön. Gucken, ob hier dann auf der Seite noch irgendwas draußen steht. Nee. Gut, dann können wir wieder zurückgehen, wenn wir ins Wasser fallen. Denn da gab es ja sowieso diesen Effekt, dass man damit mal wieder auf dem Steg steht. Auf dem Steg. Was? Wo ist hier ein Steg? Wollte ich eigentlich übrigens heute essen, aber dann habe ich gesehen, dass ich noch andere Sachen habe. Naja, gut, dann habe ich das erstmal gelassen. Dann muss ich nochmal gucken, wann ich da vielleicht eventuell nochmal dran gehe. Oh, da ist ein Rucksack. Oh ja, das nehme ich gerne mit. So, was haben wir hier hinten drin? Eine Kiste mit einer Gasflasche. Na, das brauchen wir noch. Nee, Gasbudel brauchen wir wirklich nicht. So, 19 mal von 39 haben wir. Hier guckt man nirgendwo rein. So, guck mal, hier irgendwo in diesem... Oh, das hat sogar Kolli, das Rohr. Nee, in den Panzer guckt man nirgendwo rein. Aber der brennt so komisch, das sieht auch nicht gut aus, ne? Hm, warum brennt der? Was haben sie damit gemacht, dass der so brennen kann? Na gut, egal. Die Gedanken machen wir uns später nochmal. Aber hier war irgendwie Döllerfeuer, ne? Also hier ist auch noch ein Haus, noch ein Auto verbrannt. Und hier haben wir einen LKW. Na, gucken wir doch mal in den LKW rein.
Der ist ja mal sehr überschaubar gefüllt. Gucken wir mal, ob im Fahrgastraum irgendwas drin ist. Da erstmal nicht. Und von der anderen Seite nochmal rein. Aber der sieht eher aus, als wenn der leer ist, ne? Komm mal Tür auf. Danke. Ja, der ist ganz schön leer. So, gut. Na gut, wenn das so ist, dann ist das so, ne? Dann gucken wir hier mal weiter. Rum. Aha, hier sind so ein paar Gaskontainer. Gut, da haben wir eine Garage und eine Bushaltestelle. Was ist hier eigentlich? Wo kann ich denn hier hinfahren? Kann man nicht lesen. Schade. Und hier mal einen Postkasten. Guck mal, der wird gefüllt. Montag bis Freitag, geleert, nicht gefüllt. Montag bis Freitag 18 Uhr und Samstag und Feiertag oder so? Keine Ahnung. 13 Uhr. Da komme ich nicht rum. Zu dem Häuschen, wo ich jetzt hier hin will, hat denn die Garage einen Eingang? Ah ja, guck mal, die hat einen Eingang. Gucken wir nochmal. Ach, guck mal, da haben wir sogar gleich einen Loot-Container gesehen. Und da gibt es Munition. Munition ist gut. Also Munition brauchen wir. Oh, 27, was ist das hier? 27 mal Vollmantelgeschosse. Sehr schön. Also da jetzt. Jetzt kriegen wir aber ordentlich die Munition für unser Hauptgewehr hier, für dieses. Da haben wir schon 121 Schuss jetzt. Hulla die Walfee. Sehr gut. Ja, das gefällt mir. So, da ist nichts. Hier haben wir eine Tür. Da gucken wir mal rein. So, dann haben wir hier noch eine Tür. Gucken wir mal rein. Hallo. Guten Tag. Wie geht's denn hier auf Klo? Ach ja. Soll ich hier was für die Gesundheit tun? Ist hier noch in der Badewanne was? Nee. Aber ich glaube, ich höre hier einen rauschenden Fernseher. So, da haben wir ein Schachspiel. Das kennen wir ja schon. Da ist der rauschende Fernseher. Das kennen wir auch schon. Theoretisch lag hier immer. Da liegen lauter Taschenlampen rum. Keine Ahnung, warum man sich so viele Taschenlampen bunkert, ne? Das ist mir... Na gut, okay. Das ist mir schleierhaft. So, da ist ein Kistchen. Und da gibt es schon wieder Munition und schon wieder 38 Vollmantelgeschoss. Was ist denn hier los? Das ist aber echt merkwürdig, dass ich jetzt so viel Munition davon finde. Ist mein Inventar bald vollgemüllt, nur mit dem... Was hier? Zahnpasta? Sieht so aus, ne? Na gut, okay. Muss man ja haben. Hier ist ein Computer. Oh. Peters gekritzelte Notiz. Aha. Ich bin mir leider nicht sicher. Ah, ja, sie hört ja auf Computer. Stimmt ja. Ach, Alexa, manchmal machst du mir aber auch Spaß. Im Übrigen, seit heute kann sie mit mal bestimmte Geräte nicht mehr finden. Ich weiß noch nicht, was da los ist. Da muss ich auch nochmal nachforschen. Warum die jetzt der Meinung ist, sie so könne mir mein Badlicht und mein Küchenlicht nicht mehr ausschalten. Naja, egal. Aber das, wo ist denn hier der Abgang? Ah, hier. Das muss ich dann mal auch nochmal austrainieren mit ihr. So, was haben wir denn hier schönes? Rumpelkammer. Rumpelstielchen. So, das war doch schon mal ganz gut. Und dann gehen wir mal ins nächste Häuschen hier. Da gibt es ja bestimmt noch ein paar. Da gibt es auf jeden Fall schon mal noch ein Auto hier. Guck mal, da liegt sogar was drin. Auf dem Beifahrersitz hat einer einen Rucksack hingestellt. Zwei sogar. Na gut, das können wir nehmen. Das können wir auch nehmen und das auch. So, und hier hinten ist auch noch ein Rucksack drin. Die waren bestimmt auf dem Weg zur Schule oder so. Deswegen haben die auch so viel Flares dabei, damit die schön an der Schule auffallen. Jeans, Hose, Hellblau. Wir müssten bei den Klamotten müssten wir auch nochmal gucken, welche für uns da was bringen. Ja? Ah ja. Wird so langsam sich ja alles reingepackt in unser Dings. Na? Ups. Wir haben Strom. Noch ein Erste-Hilfe-Package. Und was haben wir hier Schönes? Taschenmunition. Jupp, nehmen wir mit. Habe ich eigentlich die ganzen... Achso. Habe ich die Roboter eigentlich alle gelootet? Ich glaube nicht, ne? Naja, egal. Doch, habe ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier schon wieder 26 mal 726. Also, das ist jetzt irgendwie... Schmeißen sie mich gerade zu mit dem Zeug. Aber was soll's, das kannst du halt nicht ändern, ne? Das ist halt so. Aber so haben wir wenigstens Munition, das ist gut. 185 Schuss haben wir schon. Müssen wir bloß wieder auf halbautomatisch stellen. Ah, hier kommen wir nicht rein, okay. Damit wir dann nicht allzu viel Geschosse verbraten anstellen, wo wir sie noch nicht
raushauen wollen, ne? Dass wir so halbwegs das Einzelfeuer kriegen. Und wir brauchen dort noch ein besseres Zielfernrohr drauf. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir da noch ein schönes finden. Aber wie wir sehen, also Frau Dori hatte recht, ne? Hier findet man mehr Loot-Container, als man eigentlich braucht. Merkwürdigerweise ist das wirklich so, ne? So. Rüber über die Hecke. Oh, hier ist wieder windig, hört ihr das? Es stürmt. So, jetzt ist die Pfanne hier oben. Warte mal, wenn ich jetzt weggehe. Nee, die Pfanne, die bleibt da, ne? Aber die, mit, die Pfanne, die in den Herd glitscht, das ist wohl weg. Na gut, egal. Lichtschalter hat man hier überall. Ah ja, hier auf Sessel steht der Rucksack. Nehmen wir mit. Und auf Klo. Ah ne, das ist das Kinderzimmer. Oh, das Elternschlafzimmer und das Kinderzimmer direkt nebeneinander. Eieieiei. Das ist aber auch Höchststrafe fürs Kind, glaube ich. Aber ich muss ja zugeben, bei mir war das ja auch so, ne? Also das elterliche Schlafzimmer war auch in der Nähe von dem... vom Kinderzimmer. Wo sind wir denn jetzt gekommen? Verdammt. Da unten waren wir drinne, da waren wir drinne. Weiß ich nicht, hier steht die Tür schon offen. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht reingehen, wenn die Tür offen steht. Da ist schon eine Tür offen, da ist noch eine geschlossene Tür. Da können wir mal reingucken. Ach guck, da ist noch was. Hm. So, 33 von 39 haben wir jetzt. Naja gut, dann gucken wir mal hier ins Häuschen rein. Wie wir schon drin waren, weiß ich nicht. Sieht nicht aus. Oh Gott, ein oranges Klo. Schwierig, sowas. Extrem schwierig. Gucken wir, da haben wir noch einen Container hier gefunden. Aber da ist nur Schrott dran. So, was haben wir hier noch für eine schöne Tür? Esszimmer und die Küche, alles in eins. Das ist ein etwas kleineres Haus. Also glaube ich eher auch eine etwas... kleinere Familie hier. Da haben wir nochmal ein Gesundheitspaket. Jetzt habe ich die Fackeln mit aufgenommen. Inventar. So, das konnten wir ablegen. Dann haben wir schon 3 Funkgeräte. Das ist okay. Oha, wir haben aber auch von den Gesundheitszeugs haben wir aber auch jede Menge schon. 196 Schuss dafür. Super. Schuss dafür. Das ist gut. Da kann man schon mal ein bisschen Spaß mit haben. So, ach, hier ist so ein Türchen. Ah, guck mal, was ist denn hier noch mal wieder? Der PC. Das ist ein Commodore. Mhm. Na gut, ein Kommando ist das. Kein Commodore, okay. Also ich muss ja sagen, mein erster Rechner war ein Commodore C64. Das habe ich garantiert 1000 Mal schon erzählt. Aber das macht nichts, ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Den habe ich bekommen mit... lasst mich lügen, relativ jungen Jahren. Ich glaube, ich war 12. Ja, ich glaube, ich war 12. Da habe ich meinen Commodore C64 gekriegt. Und ich war stolz. Und es war ein sehr schönes erster Computer, mit dem man sehr viel schöne Sachen lernen konnte. Auch die ersten programmiertechnischen Sachen habe ich da drauf schon gemacht. Naja gut, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja das Coole an der Sache. Das Schlimme ist, dass ich momentan manchmal Dinge machen muss, die mir nicht so in den Kram passen. Aber gut, das gehört auch dazu. Arbeit kann ja nicht immer nur Vergnügen sein. Ne? Man kann ja nicht nur immer das machen, was man wirklich mag. Ganzes Haus, nicht ein Loot-Container? Was ist denn das für ein Scheiß? Na, guck, da ist noch einer. Gibt's eine Motorradjacke? Motorradjacke ist bestimmt auch gut. Wollen wir reingucken in die Klamotten? Wir gucken mal in die Klamotten rein. Inventar, Profil. Was haben wir denn für Jacken? So. Windjacke, Hip-Hop-Jacke, Motorradjacke. Palace Pink, schwarz. Sieht so aus. Bringt das irgendwas? Sieht man das, ob das irgendwas bringt? Wie renne ich dann rum mit einem Helm auf dem Kopf? College-Jacke, schwarz-gelb. Ach, du ahnst es nicht. Nee, dann lieber die Motorradjacke.
Gut, okay, dann gucken wir mal Kopfbedeckung. Ah, Dizzletan. Aber es hat keinen. Scheint kein Bonus mehr zu haben, die Klamotten, ne? Hals haben wir nichts. Gesicht haben wir nichts. Brille, Gesichtsschutz, Gasmaske grün. Das hat Gaswiderstand. Ah ja, da ist ein kleines Plus hinten dran, okay. Eine Hornbrille. Naja, machen wir nichts erstmal. So, Hals haben wir schon geguckt. Hemd. So, dann haben wir T-Shirt Lila, dann haben wir T-Shirt Grün, T-Shirt Hellviolett, Polunder. Ja, so ganz so streberhaft sind wir nicht. Holzfällerhemd. Oh, ein Holzfällerhemd können wir runterlassen, oder? Ja. Lass uns Holzfällerhemd runter. Hose, Anzugshose, Jeanshose, Punkerhose. Punkhose. Oha, schwierig. Jeanshose, hellgrau, dunkelblau, schwarz. Ah ja, schwarz ist immer gut. So. Und dann haben wir für die Hände, da haben wir Strickhandschuhe braun. Ah, schwierig. Autohandschuhe. Ach, das sieht noch schwieriger aus. Einzelring Gold. Na, ganz schwierig. Silber. Nehmen wir das. So, Handgelenk. Da haben wir die Gitarre. Die lassen wir da auch dran. Ne? Wir können ruhig zeigen, dass es uns gut geht. Naturstiefel Nipuk. Oder was ist das hier? Luna Boots Feuerwiderstand. Schosswiderstand. Ja, ja, dann lassen wir das so. Gut, okay. Ah ja, da sehen wir auch ein bisschen anders aus beim Verhalten. Haben wir schon mal Handschuhe an und so. Oh, ist cool, 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 cool. Funktioniert zumindest ein bisschen was. So, dann. In welche Richtung gehen wir denn weiter? Da waren wir drin. Hier waren wir jetzt drin. Dann nehmen wir die beiden Häuser noch und dann sind wir ja eigentlich schon an dem. Da waren wir auch schon mal drin. Nehmen wir das Haus hier erstmal noch. Oh, ist gar nicht so einfach, die 39 zu finden. Jetzt hier wieder noch ein Haus haben, wo nicht so viel drin ist. Die meinte ja, sie hätte über 100 hier gehabt, ne? Also das ist schon... Ich glaube, da war auch eine andere... Ach, guck mal, da ist noch eine. Ach ja, guck mal, hier haben wir jetzt schon mal Make-up. Nehmen... Naja, wir haben 36. Fehlen noch 3 Blutcontainer und wir haben nicht mehr allzu viel Häuser hier. So... Kamin steht auch nichts drin, ne? Nee. Hatten wir ja auch schon mal. Gehen wir nach oben hier. Nitschebock, Kartoffelsalat. Ja, schon wieder so ein pinkes und so ein oranges Klo. Und, oh, wenn ich jetzt stehe ich jetzt drin. Jetzt stehe ich schon drin hier in den Handtüchern. Ach, und so ein Waschbecken denn in der Farbe, ne? Das ist aber auch schwierig. Auch wirklich schwierig. Gut, ja, hier war ein Container wieder drin. So, dann gucken wir mal hier noch durch. Oh, guck mal, da oben ist ein Waffenschrank. Oh ja, gut, Schrotzfeld brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, jetzt fehlt uns noch ein Container hier in der Stadt. Den werden wir hoffentlich finden. So, dann gehen wir nämlich jetzt mal, warte mal, das blaue Haus, da waren wir drin. Hier waren wir eigentlich auch drin schon. Na, wir gehen da trotzdem mal rein. Aber da müssten wir drin gewesen sein, ne? Hier könnte nämlich schon wieder das... Was ist denn jetzt los hier? Kann ich drüber springen, Mensch. Hier könnte nämlich schon der Fußballplatz, der hier nebenan ist, dass der sich nämlich gleich meldet hier, dass von da... Abgerutscht mit dem Finger, es tut mir leid. Das hat natürlich auch gleich einer gehört. Das ist ja wieder viel. Ich hier rausgucken, wenn das gehört. Aufgeschreckt haben wir einen. Ich bin auch wirklich mit dem Finger abgerutscht, ne? Hört mir jetzt gerade gar nicht. Zählt auch nicht hoch. Zählt auch nicht hoch. Man ist schon wieder in eine unglückliche Lage gebracht hier. Da tappt's ja wirklich links oder rechts von uns rum, ne?
und Blödsinn. Geht nirgendwo hoch hier, ne? Also weder für den einen noch für den anderen. Das ist ja fieselig. So, wo war denn jetzt hier der Abgang? Da hinten. So, also mal gucken, ob der uns jetzt wieder sieht hier oder ob der uns noch hört oder ob der jetzt weg ist. Oder ob der hier gerade rumrennt. Okay, hier gibt es ja, glaube ich, auch die Fliegedinger, ne? Die hier ab und zu mal lang fliegen. Die Wundhüte. Hm. Ist schon geckig. So. Nicht durch. Jetzt sind wir wieder in Saltham. Alles klar. Also da sind wir irgendwo im Niemandsland. Ah ja, da auf dem Sportplatz rennen so rum. Ah, da sind wieder so viele. Da sind noch wieder ein paar von den härteren Kameraden dabei. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, womit ich es auslöse, dass die nicht mehr spawnen. Das hätte ich ja ganz gerne, dass die nicht mehr spawnen, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier drin gelandet? So. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, nee, mit Dori war ich gar nicht so weit, ne? Dass die denn da vielleicht eventuell schon Loot-Container da auf dem Sportplatz gelöst hat oder so. Jetzt los hier. Was ist denn jetzt hier? Bleibst du eine Patrouille in der Stadt? Hört sich so an, ne? Also der war richtig dicht dran. Der rennt hier zwischen den Häusern durch. Also hier in einer Patrouille. Definitiv. Den hören wir gerade. So, hier haben wir Fortschritt 100%. Oh, hier rennen mehrere rum. Okay, es scheinen nicht die cleversten zu sein. Okay, wir können ja machen, was er will. Wichtig ist, was hier vor mir passiert. Damit man in der Wohnung drin steht, wird auch nicht schön. Ich glaube, in Häuser gehe ich nicht rein anscheinend. Also der weiß, wo ich bin, aber der macht die hinter mir Krach. Und hopst da hin und her. Der ist jetzt auch mal auf dem Dach oder so, aber der ist hinter mir. Hm.
Der ist zur Geräuschquelle gegangen. Weiß nicht, ob die in Häuser nicht reingehen können. Komm nur vorne wieder rum. Komm vorne rum, los, zeig dich. Scannt er jetzt? Ja, komm, wieder vorne rumgelaufen. Komm! Zieht sich aber auch wieder Zicke am Strick, ne? Hm. Gefahr vorüber, sagt er. Ich bin selber ein bisschen Schiss, ne? Ja, bin ich vorbei. So, sollten sie gewesen sein. Drei Stück waren hier. So, die looten wir jetzt noch und dann war es das für heute. Wir haben die Stadt zumindest 100% fertig. Hat er gesagt, jedenfalls. Oh, wir kriegen Besuch. Das ist nicht gut. Ich bin wieder am falschen Kanal. So. Hallo. Ja, hallo. Ja, schönen guten Tag. Wir sind Besucher heute im Let's Play, ne? Ich bin wieder am falschen Kanal unterwegs. Ich mache gerade ein bisschen Generation Zero. Also ich bin aber eigentlich am Abmoderieren. Denn wir haben jetzt hier in der Stadt ordentlich gelootet, haben eben gerade nochmal drei von diesen Hunden getötet. Hier haben wir einen schwebenden Stein. Das können wir doch als Abschiedsbild nehmen. Der schwebende Stein von, wie auch immer dieser Ort hier heißen mag. Warte, wir gucken mal ganz kurz auf der Map. Wie heißt der? Zalthem. Hemden. Okay, egal. Das war eine Runde Generation Zero hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Besuch haben wir auch gehabt. Aber wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.